Hallo und willkommen zurück hier bei Skyward Sword HD. Wir wollen unsere restliche Ausrüstung wieder haben und haben keinen Platz für diese Fee. Geil. Naja, was soll's. Wenn wir unsere Ausrüstung wieder haben, dann haben wir sowieso wieder unglaublich viele Feen. 4 an der Zahl. Und deswegen kann uns diese eine Fee dort egal sein. Und jetzt frage ich mich. Ja, ist wahrscheinlich nur ein Rückweg. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Wo auch endlich Plattformen herfließen. Und es tatsächlich, wie von mir vermutet, weitergeht. Boah, und sieht das geil aus, oder? Dieser lilane Glanz. Jawohl. Schön, Link. Generell die Farbgebung für diese heiligen Sachen hier finde ich richtig hübsch. Auch da bei Zelda das Gewand, als sie da diesen Haarschmuck getragen hat oder den Armreif. Richtig schön. Ja gut, wie sollen wir es jetzt lösen? Anscheinend nicht mit dem Greifhaken. Nö, das wird nix. Ich denke, das wird nix. Scheint so, als würden wir erst später hier weiterkommen. Ah ja, okay, hier können wir rüber. Na gut. Na dann ist ja alles klar. Was ist hier los? Das ist nur ein Rückweg. Okay, nehmen wir uns mal so ein Ding mit. Ja. Brauchen wir auch direkt. Sonst würden wir dort nicht rüberkommen. Ach, Link, du Vollidiot. Entweder Sprung schaffen oder halt ein bisschen weiterwerfen das Ding, ne? Gut, dann stellen wir uns halt ganz nach vorne, werfen das da vernünftig in die Mitte. Dann kommen wir da auch rüber. Meine Güte, ey. So, ihr Müllviecher, hä? Was wollt ihr? Solche Drecksäcke. Oh, wir haben sogar eine Klaue bekommen. Nice. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Du hast die Abenteurertasche wieder. Und sieh nur, deine restlichen vermissten Items sind auch dabei. Ah, okay. Nice. Damit kommen wir jetzt auch weiter. An dieser einen Stelle. Gerade, wo wir die Seile noch lösen mussten. Denn wir haben den Käfer wieder und ich weiß gar nicht, ob das mit dem Bogen auch geht, aber ich werde es gleich mal austesten. Das wird auf jeden Fall nur Sinn machen, wenn es auch mit dem Bogen geht. So, rüber da. Zack. Und dass sich in diesem mega heißen Bereich hier die Bomben nicht selbst entzünden, ist naja. Bisschen komisch und es lässt sich tatsächlich auch mit dem Bogen lösen. Sehr nice. Alles klar. Aber gut. Wahrscheinlich ist es nicht so heiß, sondern nur in Anführungsstrichen 200 Grad oder so. Und deswegen entzünden sich Sachen hier
Nicht selbst. Jetzt wird sich ja Links Kleidung auch von selbst entzünden, oder wird die Kleidung permanent gelöscht durch die Ringe? Durch die Ohrringe. Naja, was soll's. Eldin, Tag. Hoho, ein Mensch schafft es, dieses heiße Land zu durchqueren. Sieh an. Der sieht cool aus. Du trägst das heilige Symbol auf deiner Hand. Vor langer Zeit hat mir die Göttin eine Weise anvertraut. Du bist derjenige, für den ich sie gehütet habe. So sei es, Menschenkind. Höre meine Stimme des Heldenlieds. Ich bin mal gespannt, wie sich das am Ende alles zusammen anhört. Das ist bestimmt mega geil. Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Der Ausbruch des Vulkans war das Werk meines Zorns. Und du bist hineingeraten. Verzeih mir. Schon bald werden sich Erde und Himmel in ein freundlicheres Licht färben. Jetzt kannst du aufbrechen. Ja, wird mir aber auch auf den Sack gehen, wenn diese ganzen Drecksviecher hier rumlungern. Gebieter, ich hab dir etwas zu berichten. Die Eruption des Vulkans ist zu Ende. Es ist nun möglich, wieder zurück ins Wolkenmeer zu reisen. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun bereits zwei Stimmen des Heldenlieds erlernt. Suche nun als letztes die Wüste Ranel. So. Was ich aber vorher nochmal tun werde, ist... hier scannen. Hilfe? Ach so, okay. Und hier scheint tatsächlich... kein Artefakt mehr zu sein, oder? Das hätte ich auch mal im Wald von Fyrone nachschauen können, als wir einmal da waren. Aber, nun gut, ich denke, das werde ich dann jetzt gleich nochmal erledigen. Ach hier, guck mal. Reagiert auf Artefakte und Schatztruhen der Göttin und eignet sich damit perfekt für die Schatzsuche. Aber uns wird nicht gesagt, ob wir alles haben. Ich hätte eigentlich gern nochmal so den, die Bestätigung. Was wie, ja, du hast keine, Schatztruhen, du hast keine Artefakte mehr hier, die du finden kannst. Oder ich, irgendwie sowas wie... ja, ich spüre keine Aura mehr der Artefakte oder irgendwie sowas. Und dann ist einem direkt klar, okay, hier sind keine Artefakte mehr. Aber es scheint so, als wären hier nirgendwo mehr Artefakte. Sonst würde ich ja was reinbekommen. Na gut. Dann reisen wir erstmal ins Wolkenmeer, klar. Aber direkt im Anschluss... in den Wald von Fyrone und schauen dort nochmal nach, ob es Artefakte gibt, die wir noch nicht gefunden haben, logischerweise. Dass es dort Artefakte gibt, ist klar, oder gab, oder dass es die generell gibt. Oh Mann, ey, wie ich schon wieder hier dumm rumlaber. Über Sachen, die man auch in zwei, drei Sätzen hätte verpacken können. Oder in einen Satz wahrscheinlich sogar nur. Naja. Was soll's? Irgendwo ist es natürlich auch eine Überbrückung.
für die Zeit, wo hier nicht wirklich was passiert und ich hier einfach nur rumfliege, rumlaufe, das Rumgelaber. Es scheint auf jeden Fall noch zwei Artefakte zu geben. Uncool, dass sie so beide verstreut sind. Eins in dieser Richtung hier und das andere dann in der anderen. Aber nun gut. Ja, was ist denn da drüben? Wo laufen wir denn hin? Zum Floriasee. Ja, doch. Das ist aber nicht im Dungeon, oder? Okay, gut. Wo ist denn das? Gibt es hier noch eine Höhle, wo wir abtauchen können? Nee. Hier können wir lang. Oh doch, also hier ist noch ein Weg, aber das ist doch der Weg, wo wir hergekommen sind, oder nicht? Ja, doch, das ist der Weg, wo wir hergekommen sind. Da hinten, was? Da irgendwo. Sehe ich das richtig? Alles klar, Alter. Au. Oh, wir ersticken fast. Schnell, Link, hoch mit dir. Gut. Wollen wir nicht, dass du ersäufst. Ach, komm. Sonst überlege ich es mir nochmal. Oh mein Gott. Ja, okay. Das, was ich da drüben ge... Hab ich mich hier gar nicht umgeschaut, oder was? Oder ist die neu? Oh mein Gott, ey. Komm schon. Du hast ein Geschenk der Göttin erhalten. Ja gut, ist jetzt nichts Krasses, weil ich... Hab halt schon drei davon gehabt und denke nicht, dass wir noch so viele brauchen werden. Oh Mann, ey, komm schon, Alter. Na gut, was soll's. Dann haben wir das Ding auch. Und wir können dann zurückkehren zu... Im Wolkenmeer? Ja, ja, hier ist noch ein Artefakt, ich weiß. Aber ich würde gerne... ...hierhin zurückkehren. Und dann wieder runterspringen. Das geht jetzt schneller als... ...da wieder hinzulaufen. Ich glaube, das Dingen ist hier beim... Vielleicht sogar beim Dungeon. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in der Nähe hiervon. Sehr gut. Kein Artefakt mehr, aber hier dann in die Richtung, ne? In der Richtung. In die Richtung. Okay. So.
Rauf da, Link. Schönes Dingen. Und dann bin ich mal gespannt, wo das Teil ist. Na gut, gehen wir hier lang. Nee, jetzt nicht nerven. So. Was ist das Teil? Da hinten. Aber nicht im Dungeon selbst, oder? Da oben. Backtracking, oder wie? Hier hinter direkt? Ja, ja, doch. Absolut Backtracking. Oh, ist das assi? Ist das assi? Ach komm. So. Und da ist es. Das letzte Artefakt im Wald von Faron. Ist doch das letzte, oder? Ja, scheint so. Ich krieg zumindest jetzt nichts mehr rein. Na gut. Wunderschön. Dann haben wir, denke ich, noch ein bisschen Zeit. Für... Ja, doch, locker. Wir sind ja erst eine Viertelstunde im Part. Dann haben wir auf jeden Fall noch Zeit für die Wüste Ranel. Ich denke zwar nicht, dass wir das komplett schaffen werden, da durchzugehen. Weil jedes Gebiet hat ja jetzt anscheinend eine neue Challenge für uns. Wir kriegen nicht einfach so die, die Stimme des Heldenlieds hinterhergeworfen. Finde ich aber auch gut so. Ich finde es cool, dass es nochmal Challenges gibt und dass man nicht einfach dahin latschen muss. Ja, langweilig. Aber dennoch, obwohl wir es nicht ganz schaffen werden, werden wir hier mal nachschauen. Ich glaube, ich gehe zum Bootsteg. Ja. Ich glaube, ich gehe zum Bootsteg aus dem Grund, dass... Ah, Moment mal. Steht da jetzt wieder? Cool. Das Schiff steht wieder. Nice. Ja, aus dem Grund, weil wir hier dann easy rüberkommen. Zu der Höhle, wo wir letztens oder in einem der letzten Part halt nicht weitergekommen sind. Aber ich denke, der Grone dürfte jetzt dort freigemacht haben. Oder zumindest dort weggegangen sein. Sodass wir dort dann passieren können. Und hier im Sandmeer ist tatsächlich kein Artefakt mehr. Das ist schon mal gut. Die Ranel-Höhle. Oh. Ey, du da. Bist du nicht Felix? Was für ein Zufall. Ich wollte dich sehen. Komm mal zu mir her, ja? Ah, er hat tatsächlich... Er hat da... Meine Fresse. Er hat da tatsächlich nicht aufgemacht. Oh, und es gibt hier auch keine Artefakte mehr in der Wüste. Nur noch da, wo wir noch nicht waren. Das ist geil. Er hat da tatsächlich nicht aufgemacht. Und wir müssen da diesen kleinen Gang benutzen. Ja. Ja, sorry, muss sein. So die
Der Geldwahn, der Rubinwahn, der mich da wieder packt. So. Ey, Felix. Ja, und da unten muss man aufsprengen, aber da haben wir irgendwie so an der Ecke schon eine Bombe platziert und dann ist er schon offen gewesen, aber der hat den Weg versperrt und deswegen konnten wir da nicht lang. Irgendwie so. Ey, Felix. Hast du die heilige Flamme, von der du erzählt hast, mittlerweile gefunden? Ja, alle drei. Seit ich davon gehört habe, konnte ich kaum an was anderes denken. Du musst mir aber alles erzählen. Oh, was für ein Abenteurer. Ah nee, was für ein Abenteuer. Ich bin wirklich beeindruckt. Du bist ein echter Held. Ich kann dir etwas von Legende der drei Drachen erzählen. Hier in der Nähe scheint es eine verborgene Gegend zu geben. Ich habe einen kleinen Gang gefunden, leider passe ich da nicht durch. Meiner Ansicht nach haust dort der Donnerdrache, einer der drei legendären Drachen. Ich bin mir zudem sicher, dass auch die Roboter etwas mit der Sache zu tun haben. Der Donnerdrache, die Roboter, die Steine der Zeit. Was für ein Mysterium! Ja, den hast du entdeckt, nicht ich. Der da... Da ist jetzt schon wieder dicht, Alter. Das kann's doch wohl nicht sein. Das hast garantiert du entdeckt, nicht ich. Der da schon... jahrelang her wollte. Und nun gut. Was geht bei dir? Dies ist der Weg zum Reich des Donnerdrachen. Da ist er zu eng für mich. Ich weiß, was man da tun kann. Durchkriechen und dich einfach zurücklassen. Tja, blöd für dich. Dumm gelaufen. So, warum gibt es hier jetzt nochmal die Sandberge? Und noch so ein Loch. Kann ich es kaputt treten? Scheiß Ameise. Boah, ich hasse Ameisen. Die sind so ekelig. Die Drecksviecher. Also ich ekel... Lol. Schmetterlinge wollte ich aber nicht wegballern. Ich ekel mich zwar nicht davor, aber... Die sind mir sehr unangenehm, weil wenn die einen anpissen, das nervt halt stundenlang, ne? Zeichnest du einen Kreis an einer der mysteriösen Wände, wird ein ähnlich geformtes Item erscheinen. Ja, außer man zeichnet so wie ich, dann kriegt man Rubine raus. Dies ist die Ranell-Schlucht. In alten Legenden zufolge lebt hier ein Drache, der der Göttin dient. Ist das ein Skelett? Da sich hier viele Steine der Zeit befinden, hat eine alte Kultur hier wohl ein Steinwerk errichtet. Noch heute zeugen die Loren und Schienen hier überall von ihren Bemühungen. Und endlich. Das letzte Gebiet wird aufgedeckt. Ja, der Drache ist anscheinend schon lange tot. Nur wir sollen ihn anscheinend... wir sollen ihn bestimmt zum Leben erwecken, indem wir hier die Steine der Zeit, oder einen Stein der Zeit, besser gesagt, zu ihm bringen. Interessant. Interessant. Aber ich frag mich, warum er gestorben ist. Und die anderen Drachen nicht. Ja, gut genug. Oh Mann. Zwar ohne Glanz, aber hat funktioniert. Als ob der gestorben ist, der Drache. Was zum Teufel, Mann. Der wurde hier angekettet. Warum das? Gibt's hinterher ein Battle gegen den Drachen? Das wäre cool. Das wäre echt cool. So, der wurde angekettet, weil er außer sich war. Oh. Oder nicht mehr er selbst, besser gesagt. Da drüben, schaut mal. Der wurde angekettet, weil er nicht mehr er selbst war.
Das scheint auch das letzte Artefakt zu sein. Und da haben die denn dann verrecken lassen, weil sie nicht wussten, was sie anderes tun sollen. Das würde ich akzeptieren als Erklärung, aber alles andere... Nö. Betreten nur mit Erlaubnis des Donnerdrachen Ranel. Nee, komm, ey. So ein... Quatsch. Ach, guck mal, da unten. Da glitzert was. Das gönnen wir uns. Und es ist der Schlüssel, den er fallen lassen hat anscheinend. Den wir uns jetzt mal schön gegönnt haben. Oh, Link. Es geht bei dir. Ameisen schon wieder. Ja, das geschieht dir recht. So. Los geht's. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich nicht alles schaffen hier, aber wir können ja schon mal damit anfangen. Jetzt irgendwie 40 Minuten voller Bullshit noch in einen Part reinzustopfen, das wäre absolut dämlich. Ich hätte zwar auch einen kürzeren Part machen können, dann hätten wir noch irgendwie Nebenquests oder so machen können, aber ich wüsste halt auch nicht, wo wir noch was finden sollen, ne? Also es gibt auf jeden Fall noch was, weil wir erst 75 Juwelen der Güte haben, klar. Aber ich wüsste halt echt nicht, wer uns die Quest gibt dafür. Ah, okay. Und hier ist anscheinend schon Stein der Zeit. Dann aktivieren wir das Ding mal. Und das hier scheint mir übrigens auch echt ein guter Ort zu sein, um diese Sandzikaden zu farmen. Ich würde das gerne nochmal austesten. Ach nee, Moment. Oh, ich dachte, hier wäre direkt die Tür. Hier, an der Stelle. Ja gut, dann will ich dafür jetzt nicht extra nochmal her. Oder vielleicht können wir da drüben ja auch easy nochmal durch. Hier gibt es viele große Steine der Zeit. Hast du auch die Erlaubnis des Donnerdrachen eingeholt? Ich wollte dieses Exemplar hier gerade zu ihm bringen. Er ist tot. Hier sind viele Ungeheuer. Sei. Wie makaber. So, auf damit. Geh jetzt wieder zu. Ja. Link. Dankeschön. So. Macht es jetzt kaputt, das Vieh. Und das finde ich interessant. Die haben auch so ein Maul, was sich theoretisch zu beiden Richtungen spalten kann. Also vertikal und horizontal. Aber irgendwie... Ah, Link! Aber irgendwie öffnen sie es nur in eine Richtung. Tschüss! Instant weggekloppt, die Viecher. Gibt Drecksviechern keine Chance. Ha? Ach, guck mal. Guck mal an. Ja, das hätte man aber nicht schaffen können, ne? Das wurde extra so gemacht. Was passiert eigentlich, wenn man da drüben stehen bleibt? Achso, dann versinkt man im Treibsand. Okay, klar, macht Sinn. Woher? Hierher. Link, bitte. Schnell, Link. Du Idiot.
Okay. Das wäre fies gewesen, wenn das Kart einfach weitergefahren wäre. Ich glaube, da wäre so ziemlich jeder einfach runtergefallen. Apropos. Auf sowas sollte ich ab jetzt achten. Ich glaube, davon gibt es ein paar mehr Stellen. Von solchen etwas fieseren. Ja, okay. Hier warten. Rüber! Link! Verdammt nochmal, Mann! Diese scheiß Bewegungssteuerung! Okay, ich hab's aber noch geschafft. Oder muss ich einfach nach unten schwingen und nicht zur Seite? Ja, okay. Nicht zur Seite, sondern nach unten schwingen. Gut. Da oben, okay. Gut. Ah, von hier aus geht's. So. Von da aus geht's, besser gesagt. Ging ja nicht von da aus, wo ich stand. Sondern nur von dieser einen Greif... Scheibe. Warum sind die hier verrostet? Die in der Wüste, also da, wo wir halt schon die ganze Zeit waren, waren nicht verrostet. Hm. So, guck mal da. Ja, nice. Die Challenge gefällt mir. Die ist echt geil. Ach, geh weg. Und jetzt mit der Peitsche. So. Muss hier sehr vorausschauend handeln. Oh, die kennt man auch nur zu gut, die Dinger. Aua. Ich frag mich ehrlich gesagt auch, warum die... Oh lol. Ciao, ne? Peitsche. Warum die hier sind? Ach, scheiß doch drauf. Was war das gerade für ein Bug? Der hat mich fast runtergeworfen. Ohne Grund. Link, du Vollidiot. Okay. Die Dinger kennt man ja auch nur zu gut. Und die habe ich eigentlich immer ziemlich geil gefunden. Was zum... Warum? Warum kann ich da nicht einfach hoch? Das Spiel denkt sich einfach so... nö. Hä? Weil, ich fand die aus dem Grund immer ganz geil, weil das so Dinger für anspruchsvollere Passagen waren. So. Oh, was? Schmuckschädel? Nehme ich. Nehme ich noch mit. War zwar knapp, aber habe ich. So. Na komm. Ja, okay. Also. Das muss hier weg. Dann machen wir es auch weg. Ja, die kenne ich aber bisher nur wirklich aus Twilight Princess, die Dinger. Das ist auch der Teil, den ich
am aktivsten gespielt habe. Den ich auch tatsächlich durchgespielt habe. Ich habe zwar auch The Wind Waker sehr gerne gespielt, auch mit allen Herzteilen sogar, blind. Um mal kurz zu flexen. Davon musste ich tatsächlich nichts nachschauen. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass ich das geschafft habe. Aber ich weiß gerade nicht, ob ich da den Endboss quasi besiegt habe. Reifeleistung, Link, Alter. Oh Mann, ey. Ja, toll. Ist noch nicht mal diese Dingen da weg. Mann. Hä? Oh. Ja, komm, mit dem ersten Fail konnte ich noch leben, weil das war einfach nur dumm. Das war einfach nur dumm. Also vom Spiel, nicht von mir. Aber das hier jetzt, das ist lächerlich. Da becher ich mich weg. So. Schön weit von den scheiß Steinen weg. Und weiter geht's. Und das Schwert könnte, glaube ich, jetzt auch sogar... Ja, genau, die Dinger. Ja! Das kann auch jetzt die gelben Pflanzen sogar one-shotten. Aktiviert das jetzt alles hier? In der Gegend? Wird das wieder so wie früher? Ja. Ja, mega geil. Ah nee, da hinten nicht. Na, okay. Schade. Der Donnerdrache ist krank. Wenn du diesen Stein der Zeit willst, brauchst du seine Erlaubnis. Aber jetzt hast du wohl andere Sorgen, oder? Halt's Maul. Ach komm, ey. Na gut. Jo, Donnerdrache, was kann ich für dich tun? Warum war da jetzt eine Kette bei ihm? Naja. Oh, solch einen Gast sieht man selten. Ist doch ein Mensch. Was treibt dich denn hierher? So, so, kommst also vom Himmel. Da ist Felix. Irgendwas fehlt mir da. Wie wäre es mit sowas wie... WR16 Felix? So wie meine Freunde? Gefällt dir nicht? Naja. Also, was willst du von mir? Du willst, dass ich dir ein Lied beibringe? Sagtest gerade, dass du vom Himmel kommst, Felix. Du bist also der Auserwählte der Göttin, ja? Ja, also in dem Zustand wird er wohl kaum singen können. Das erklärt einiges, aber weißt du was? Kommst mir im Moment reichlich ungelegen. Tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber du siehst ja selbst. Ich werde gerade von einer schweren Krankheit gepeinigt. Kann daher nicht singen. Eben. Es ist schon eine Last, von der Göttin ausgewählt zu sein. Wir können doch irgendwas für dich machen. Da fällt mir ein,
Die Roboter haben den Lebensbaumkeimling da gepflanzt. Hilft gegen jede Krankheit. Er ist schon gewachsen. Aber für mich ist es vielleicht schon zu spät. Dann können wir in die Vergangenheit zurück. Das Ding pflanzen. Und dann, wenn wir in die Zukunft kommen, ist das Ding gewachsen. Jawohl, geil. Und, welchen Keimling? Hallo? Weißt du, welchen der meint? Auf der anderen Seite der Brücke haben wir den Lebensbaumkeimling, dessen Früchte alle Krankheit heilen, eingepflanzt. Da sind unsere Bemühungen in dieser Umgebung fruchtlos geblieben. Ah, okay. Um den Donnerdrachen zu kurieren, haben wir einen Lebensbaumkeimling eingepflanzt. Ja, können wir da jetzt lang? Ja, können wir. Wunderschön. Und wahrscheinlich müssen wir dann da drüben auch einen Stein der Zeit aktivieren, weil ja, der Baum ist jetzt schon lange tot. Das sieht man. Und irgendwie muss der wieder zum Leben erweckt werden. Ja, hier ist der Stein der Zeit. Und dann kommen wir auch an das Artefakt. Oh lol. Und da ist tatsächlich nur ein Keimling. So. Ich glaube, das war das allerletzte Artefakt. Richtig? Ja, ich kriege jetzt zumindest nichts mehr rein. Aber Fei sagt nichts. Das macht mir etwas Sorgen. Naja. Dem Donnerdrachen geht's schlecht. Und hier will kein Baum so recht wachsen. Wir haben keine Zeit mehr. Ach ja, ich lese die Roboter gerade alle mit einer normalen Stimme vor. Sorry dafür, aber gut. Wird wahrscheinlich auch keinen interessieren. Du hast den Lebensbaumkeimling erhalten. Ein Keimling des legendären Baumes, dessen Früchte jeden noch so schwere Krankheit heilen sollen. Was willst du damit? Der Donnerdrache braucht unbedingt eine Lebensbaumfrucht. Willst du ihm doch helfen, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ja, das höre ich gern. Du solltest ihn allerdings woanders einpflanzen. Und zwar nicht in Ranel. Ja, das, ist mir klar. Danke für den Rat. Wie gesagt, wir können in die Vergangenheit und dort dann das Ding. Super. Ich habe schon ja vergessen, Discord auszumachen. Und ich treffe diese Scheiße gerade nicht. Kann man das überhaupt mit dem Pfeil von hier aus treffen? Bestimmt, aber ich bin zu scheiße dafür. Also probieren wir es mal mit dem Käfer. Ja, dankeschön. So. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, aber ich glaube, die anderen Löcher, so im Wolkenhort und auf der Kürbisinsel und so weiter, die sollen einen nur ablenken. Die sollen einem von der richtigen Lösung abhalten, damit es etwas schwieriger ist. Weil wenn es nur eine solche Stelle geben würde, wo man etwas einpflanzen kann, dann wäre quasi direkt klar, dass man das da einpflanzen muss. Aber Bardo hat uns da schon einen sehr eindeutigen Tipp gegeben. Von wegen, ja, hast nicht irgendwie einen Setzling oder so, was man hier pflanzen könnte? Oder Samen oder irgendwie sowas? Und ja, gut. Da ist klar, was man machen muss.
Und ich finde es gut, dass das nur so eine Einmal-Quest quasi ist. Dass es nicht mehrere Dinger gibt, die man pflanzen muss. So wie in Ocarina of Time. Wer das da nicht kennt, da muss man in der Vergangenheit Sachen pflanzen und konnte dann in der Zukunft Herzteile oder was auch immer holen. Als ob die noch nicht wieder da ist. Ach komm, ey, das kann's doch nicht sein. Naja. Was soll's? Wir sind auch nicht für die Wand der Göttin hier, sondern wir sind hier für... Hä? Ach, es geht doch da lang, zum Tempel. Ups. Wir sind hier für das Zeitportal. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Bardo zu einem sagt, wenn man das Ding da pflanzt. Ob er einem vielleicht einen Tipp gibt, so von wegen, ja, das wird Ewigkeiten dauern. Das ist dann so rot markiert oder irgendwie sowas. So. Schön, dass du diesen Keimling gepflanzt hast, aber es wird eine Ewigkeit dauern. Tatsächlich, tatsächlich, wie geil ist das denn? Bis er zu einem richtigen Baum heranwächst. Als Maul, ey. Wie geil. Oh Mann, ist das geil. Okay. Durch da. Oh Mann, ey. Ist das gut. So. Es ist nichts Wichtiges. Siehst du das sonnige Fleckchen Erde dort? Ich hatte mir überlegt, dort einen Baum zu pflanzen. Wenn Zelda wieder erwacht, wird sie sich an seinen Blättern erfreuen können. Er müsste allerdings ein Baum sein, der tausende von Jahren überstehen kann. Ob es irgendwo Keimlinge für solch einen Baum gibt? Ja, ich habe sogar einen dabei. So. Hier ist er. Der Heilsetzlingbaum. Wie auch immer. keine Ahnung, wie hieß der nochmal? Ach, ich weiß es nicht. Aber wir können auch nicht wieder ausgraben. Oh, du hast ihn eingepflanzt. Ich spüre die Kraft dieses Setzlings. Eines Tages wird einmal ein großer, schöner Baum aus ihm wachsen. Ja, in der Tat. Und wir machen uns auf in die Gegenwart. Und sehen einen wunderschönen Baum mit einer einzigen Frucht. Ja, was für ein fantastischer Baum. Er passt perfekt zu diesem Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quicklebendig. Hallo? Willst du die Frucht haben? Da ist er. Du hast die Lebensbaumfrucht erhalten. Sie soll angeblich jede Krankheit heilen können. Gib sie dem Donnerdrachen. Ah, und in der Gegenwart lebt er dann noch? Ja, okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, okay. Dann los, Link. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Erstmal gönne ich mir hier die Herzen. Ja, wunderbar, da sind wir wieder voll. Und dann geht's auf zu der Statue. Und wieder zurück in die Wüste Ranel.
Und so, wie es scheint, passt das. Ah, okay. Ich habe den Button eigentlich losgelassen. Und gut. Und ich hatte mal irgendwann gesagt, dass er automatisch weitersprintet, wenn man einfach in eine Richtung läuft und dann B hält. Das ist nicht richtig anscheinend. Mein Controller hat einfach nur rumgespackt, weswegen die Switch dachte, ich würde B die ganze Zeit halten. Oh Mann, ey. Gut, was soll's. Zurück ins Wolkenmeer. Und zurück in die Wüste Ranel. Ja, passt perfekt in diesen Part. Echt. Wunderschön. Ja, komm. Hat das Ding keinen Turbo-Modus? Ah, da ist er. Wir zünden das Nitro. Oh Mann, ey. So, endlich. Und dann können wir uns, glaube ich, auch direkt da zu der Statue portieren. Ah, Ranel-Schlucht. Sehr geil. Nice. Yo, Donnerdrache! Was geht, Bro? Guck mal, was ich hab, Mann. Hä? Lol. Ich dachte, da steht irgendwie sprechen oder so. Aber ich hab jetzt einfach A gedrückt. Sieh an, Felix. Was führt dich zu mir? Diese Kleinigkeit einer Frucht? Also, das nenne ich mal eine gelungene Überraschung. Du hast sie mir tatsächlich gebracht. Jeet. Oh. Oh. Also wäre ich link gewesen, hätte ich wahrscheinlich mal ein Stück probiert. Oh, das tut gut. Mein ganzer Körper pulsiert, eine neue Kraft durchströmt mich. Selbst Jahrtausende alte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verlängert, Felix. Als Dank werde ich dir eine Stimme des Heldenlieds vorsingen. Also sperr die Ohren auf und lausche meinen Gesang. Mega geil. Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Du hast mich gerettet, vielen Dank. Ich will dir dafür eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern und sie dir geben, wenn du wiederkommst. Du wirst dich sicher freuen. Apropos Belohnung. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun drei Stimmen des Heldenlieds erlernt. Um die einzelnen Stimmen richtig zusammenzufügen und die letzte Stimme zu halten, besuche nun den großen Himmelsgeist Narisha. Ja, was mir gerade wieder eingefallen ist, er hat ja noch ein Schild für uns, oder nicht? Doch, muss ja so sein. Der Agorone hat uns ja nicht einfach so davon erzählt, ja... Der hat ein Schild für Leute, die seine Challenges absolvieren. Das wäre dumm, wenn das einfach nur so gesagt wird. Nun gut, das werden wir allerdings im nächsten Part dann herausfinden. Oder in einem der nächsten Parts, ich weiß es noch nicht. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und
Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.